of quality. Yes! Vielen Dank. Dankeschön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Guten Abend. Danke. Herzlich willkommen zum humoristischen Beiprogramm zu Essential Harvest. Wissen Sie alle, was Essential Harvest ist? Das ist so Mutti, Äpfelmisse drunter. Wesentliche Ernte. Dieser alte Satz, oder? Da sitzen zwei Schwaben, jetzt hocke ich da in Singapur und daheim sollte man Bäm schneiden. Essential Harvest, eine ernste Sache. Unsere NATO, unsere großartige NATO, wir sind Teil der NATO, ich sage das immer wieder für alle, die sich nicht so für Militär interessieren, hat beschlossen, NATO-Truppen sammeln in Mazedonien Waffen ein. Die Waffen müssen eingesammelt werden, denn bald kommen ja neue. Und jetzt ist es so, auch unsere Bundeswehr als NATO muss natürlich runter. Der Kanzler sagt, okay, das Kabinett hat heute gesagt, okay. Jetzt muss der Bundestag noch zustimmen. Die CDU ist dagegen, die CDU muss jetzt dagegen sein, weil früher wären es die Grünen gewesen, können nicht mehr, weil sie jetzt in der Regierung sind. Und eine ernste Sache und führt natürlich zu grundsätzlichen Diskussionen. Sollen wir in der NATO sein? Wenn ja, warum? Sollen wir nur den Kaffee machen? Sollen wir auch mal zur Waffe greifen? Könnte man nicht sagen, wir waren zwar mit, aber haben es nicht so gemeint. Alles, ja, alles nicht so einfach. Also, NATO. Wir sind doch noch in der NATO, oder? Oder ist man schon wieder ausgetreten und wir haben es nicht mitgekriegt? Nein. Das wird jetzt alles in der nächsten Woche entschieden. Der Kanzler hat extra seinen Urlaub in Schittersweiler unterbrochen und ist zurückgeflogen. Waffen einsammeln. Hier in Mülheim machen das die Lehrer. Mazedonier sind betroffen. Dieser ganze Konflikt ist für mich nicht ganz durchschaubar. Ich versuche immer in den Nachrichten zu verstehen, worum es geht. Ich weiß nur, es sind beteiligt Mazedonier und Albaner. Und bitte, liebe NATO, seid nett zu Mazedonern und Albanern, denn vielleicht spielen sie nächstes Jahr schon bei Werder Bremen. Ursprünglich wollte Jürgen Möllemann dort vermitteln, indem er mit dem Fallschirm abspringt. Ja? Aber diese Form von deutscher Friedensmission ist ja früher schon mal gescheitert. Und meine Gäste heute Abend sind zu jung, um von diesen finsteren Kapiteln unserer deutschen Politik noch etwas zu wissen. Diese Glücklichen, sie haben heute Kinopremiere. Der Film heißt Lambok und es geht um eine Pizzeria der etwas anderen Art. Mit dabei einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, insgesamt, glaube ich, dreimal den Bundesfilmpreis gewonnen. Heute Abend bei uns Moritz Bleibtreu und Lukas Gregorowitsch. Zweiter Gast, eine junge Frau, die heute Abend zum zweiten Mal sich bei uns die Ehre gibt. Und wenn Sie sie sehen heute Abend, wenn Sie sagen, die Frau ist Model, sieht blendend aus, ist aber extrem Schwimmerin, hat gerade Gold und Silber bei den Weltmeisterschaften in Japan gewonnen und sie schwimmt so mal eben zwischendurch 88 Kilometer in der offenen See. Zur Erholung. Sie verträgt dieses Poolwasser nicht. Heute haben wir uns Peggy Büchse. Gestern Abend war hier unser großartiger Freund, Star-Moderator ARD, Jörg Pilar war zu Gast und hat uns Werbegeschenke von der Telemesse gezeigt, unter anderem Vox. Vox, mein Lieblingssender, habe ich festgestellt. Eigentlich mein Lieblingssender. Wir haben heute Mittag, Vox ist, man kann sagen, Vox ist der intellektuelle Sender von RTL, oder? Ja, relativ intellektuell, ja. Also die erfolgsgroßen Massensachen laufen bei RTL. Mhm. Die Rammelfilme und die bei RTL 2. Ja. Ja. Und sowas Tolles wie Ally McBeal zum Beispiel läuft auf Vox. Ganz genau. Ja, Vox ist also großartig und das hier sind die Werbegeschenke. Was ist quirlig und stark und gewinnt immer mehr Fans? Natürlich Vox. Und das Geschenk ist ein Schaum, ein Quirl, batteriebetrieben. Ja? Und zwei Espresso-Tassen. Sehr schön gemacht. Und ich habe gestern gesagt, Vox schickt uns mal von diesen Geschenken welche rüber. Und zwar 300 Stück. Ja?
300 Stück, denn ich wollte 50, will das Team haben, und 250 hätte ich gerne heute Abend hier im Publikum verschenkt. Ja. Schön, dass Sie sich freuen, aber das kommt daher, weil Sie mal wieder nicht richtig zugehört haben. Hätte ich gerne im Publikum hier verschenkt. Uns erreicht dieser Brief von Vox. Lieber Herr Schmidt, wie Sie sehen, erfüllt Vox alle Wünsche. Ihnen, Ihrem Team und Ihren Zuschauern einen quirligen Genuss, Ihr Lieblingssender Vox. Danke, Vox. Und wie viel haben Sie uns geschickt? 50. Ja, 50. Ja. Okay, Moment. Es gab Zeiten, da wären wir froh gewesen, hätten wir überhaupt 50 gekriegt. Nur was machen wir mit 50 von diesen Quillomaten? Aqualatte heißt es, glaube ich, oder Latte? Nee, Aqualatte, ja. Wie heißt es? Aqualatte. Nee, nicht Aqualatte. Aerolatte. 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 Luftmilch. 50 hätte ich natürlich stillschweigend ans Team gehen können. Ist zu popelig, machen wir nicht. Sind die Zuschauer enttäuscht? Ja. Zuschauer enttäuscht. So, jetzt kann ich nicht 50 einfach im Publikum verteilen, gehen 200 nach Hause, haben keinen bekommen. Also haben wir uns gedacht, Moment, Essential Harvest. Sie haben hier heute in Köln-Mühlheim die Gelegenheit zu ernten. Wir geben keine Waffen ab, ja, das Fernsehgeschäft ist dazu zu hart. Aber wir geben diese Voxomaten ab hier, dieses Vox-Quirl-Programm, das uns die Geschäftsleitung meines Lieblingssenders geschenkt hat. Und wir haben diese 50 Vox-Aqualatten draußen aufgebaut an der Straßenecke. Ja? Das heißt, Passanten, die hier zufällig vorbeikommen oder zufällig vorbeikommen, können sich einen solchen Aqualatomaten mitnehmen von Vox. Und damit die Zuschauer nicht irgendwie durch die Kamera abgelenkt sind, haben wir die Kamera versteckt. Hier im Auto. Der nächste Wagen ahnt noch nicht, dass wir das alles präpariert haben. Ein Film, wie wir ihn heute gar nicht mehr drehen könnten. Wer ist das denn? Oh. Jetzt habe ich gedacht, der fährt drauf, du, oder? Hält er an? Wer ist das? Moment. Der ist. Was ist das? Der. Nee, ne? Der ist bestellt, oder? Nee, der ist nicht bestellt. Ich wette. Ich schwör dir, der ist nicht bestellt. Können wir ihn ansprechen? Nee. Aber er kann uns nicht hören. Nee. Ein Passat mit Freisinger Nummer. Der packt aber alle ein, ne? Ich schwöre dir, es hat einer aus dem Team einen Kumpel angerufen oder was und gesagt, fahr vorbei. Ja, klar. Und hol es ab. Ja. Oder? Ja, mit Sicherheit, weil der ist jetzt so schnell dahin gekommen. Ja, können wir noch näher ranzoomen? Denn es wäre doch ein wahnsinniger Zufall, dass jemand so schnell FSZE 559. Was? FSZE 559. Das kriegen wir aber raus, oder? Ja, das ist ja, wo fährt er denn hin? Er stößt zurück. Hat aber welche übrig gelassen. Wieso lässt er vier übrig? Das sind mehr, das sind neun. Ja. Was ist das denn jetzt für eine Nummer? Vielleicht ein ganz schlauer, damit es nicht abgesprochen aussieht. Lass mal neun stehen. Oder?
FSZE 559. Ganz genau. Soll ich die Polizei anrufen? Ja. Das könnte zur Verwirrung stiften, oder? Ja. Wie soll ich ihn beschreiben? Dunkelhaarig? Er hat was Verbotenes gemacht. Du hast sie doch zum Wegnehmen dahingestellt. Stimmt. Das könnte ich aber versuchen, der Polizei zu erklären. Ja, ruf mal an. Die Polizei? Ja, das geht ja nicht. Ich kann dir nicht sagen, wir haben da jetzt... stell dir vor, ich rufe die Polizei und sage, wir haben da Aerolatte hingestellt, in der Hoffnung, ja, dass es weggenommen wurde. Jetzt kommt einer und nimmt weg und lässt neun stehen. Bitte verhaften Sie den. Das ist ja, die holen ja mich ab. Ja. Aber ein Passat mit freisinniger Nummer, das ist doch irgendwie, wo kommt der denn so schnell her? Aber wir müssen ja rauskriegen, wer der Halter ist des Fahrzeugs. Ja, genau. Ja, das kriegen wir jetzt natürlich nicht so schnell raus. Aber bis morgen wissen wir das. Bis morgen wissen wir, wem dieser Passat gehört. Und das kapiere ich jetzt überhaupt nicht. Kapierst du es? Nee. Du hast einen Verdacht. Zum Beispiel diese Mercedes damals, als wir Autos gezählt haben, gegen dich, die waren von mir bestellt, das ist klar. Ja, genau. Ja? Aber das hier ist es sozusagen, hätte die Nummer ja in gewisser Weise gekillt. Oder nicht? Also ich glaube, du hast recht, den hat jemand aus dem Team angerufen, hat gesagt, fahr dahin, möglichst, wenn du dich beeilst, bist auch nicht zu sehen, weil bis der irgendwie mit seinen Witzen am Anfang fertig ist und nimm so viel mit, wie du kannst. Bis der mit seinen Witzen am Anfang... Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es kann auch niemand so hirnrissig sein und sozusagen für 19 da geblieben, für 41 Aqualatte eine Nummer zu riskieren, die davon lebt, dass armselig diese Aqualatte da steht, einer vorbeigeht und vielleicht mal einen heimlich einsteckt. Oder? Wir werden es rauskriegen. Wir werden es rauskriegen, meine Damen und Herren. Die erste Nummer, die wir sozusagen bearbeitet haben, ja, ohne dass wir nicht mehr wissen, wer. Ist der Mercedes hinten Product Placement oder parkt er wirklich? Nee, der parkt wirklich. Der parkt wirklich, ja. Das weiß man heutzutage auch nicht. Das ist normal, weil neben uns ist ein Harley-Davidson-Shop. Ja. Das sind normale Fans. Gut, also, wir haben das bis morgen geklärt. Und dann wissen wir zum einen, wer der Halter des Fahrzeugs ist. Ja. Ja. Und wir wissen, vielleicht ist es einer der größten Zufälle überhaupt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe niemanden aus dem Team verdächtigt, weil ich kann mir nicht vorstellen, wer diese Art von Humor hat. Wirklich, weil ich würde brillanten besetzte Aqualatten verschenken, wenn ich wüsste... Es war echt der größte Zufall, seit ich Fernsehen war. Was war das? Andreas Hahner fährt nach Hause. Ja. Wieso fährt der jetzt ohne? Ja, hat er nicht nötig. Er hat eins zu Hause. Zurück, meine Damen und Herren, zu den wirklich wichtigen Dingen in unserem Leben. Wir haben gestern Sie aufgefordert zu wählen, vor allem Sie, meine Damen, denn auch Jörg von Torra, habe ich jetzt gelesen im Bunte, sagt, er möchte vor allem wieder die Frauen zu Rang zurückholen. Und ganz vorne bei den Frauen in unserem Team, David Beckham. Und gibt schon eine Übersicht, wie die Frauen abgestimmt haben im Internet? Nö, da sammeln wir jetzt noch. Das soll ja nicht vorzeitig... Da wird auch keine Tendenz oder so bekannt gegeben. Nein. Und wir haben gestern gesagt, Platz 2 bei den Frauen bei uns im Team, Luis Figo. Und da kamen wir auf die Idee, dass Luis Figo kürzlich geheiratet hat, eine unglaublich attraktive Frau. Und das hier ist Luis Figo und seine Frau Helen Svedin. Helen Svedin. Sie ist Skandinavierin. Ja, sie ist Schwedin. Sie ist Schwedin. Helen Svedin, Schwedin. Sie ist die Frau von Luis Figo. Und beide sehen fantastisch aus, oder? Oh ja. Man kann aber nur für Luis Figo stimmen. Ja. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Hast du den Fahrer angerufen? Nein! Wo soll denn da der Gag dran sein? Einen anzurufen, packt die Dinge ein und fährt wieder weg? Hey. Dr. Palme ohne
Brille. Das ist unglaublich. Ich wünsche, ich wäre bei der NATO. Da würde hinter meinem Rücken nicht so viel passieren, weißt du? Naja. Ganze Teile des Teams gehen auf Zehenspitzen raus. Das ist wirklich. Aber ich glaube, es ist die Strafe, weil sie oft böse waren, weißt du? Zeig doch mal ein paar Sharping-Fotos. Wir kriegen das jetzt noch raus während der. Nein, ich sag dir eins. Das ist auch so ein Punkt. Unser Verteidigungsminister Rudolf Scharping, ja, wird auch schon wieder genörkelt. Hat eine neue Liebe, möchte heiraten und macht Urlaub auf Mallorca. Man kann sagen, vorgezogene Flitterwochen. Mhm. Turtelurlaub. Heißt schon wieder, warum ist er nicht bei der Truppe? Warum sitzt er nicht im... Das war cool. Ich glaube, das war echt. Das war echt. Das war echt. Wir haben aber jetzt auch rausbekommen, wer der andere ist. Moment, aber weißt du, warum das so echt war? Hast du gesehen, wie er mit dem Wagen abgedeckt hat? Hochinteressant. Und wie der andere, zack, einfach nur so reingeschubst hat. Ja. Nicht wie wir die Laien hinten aufgemacht und Ding, sondern praktisch, oh, das sah schon sehr, sehr professionell aus. Willst du es nochmal sehen? Können wir es wiederholen? Ja, bestimmt. Ja. Ja, ja. Schau mal an. Er hat sich umgeguckt, vor, zurück, dann geradeaus, dann kommst du sicher gut nach. Rein, schau dir das an. Ich sag's nochmal, völlig legal. Ja, wir haben sie hingestellt, um Menschen zu beschenken. Wer ist der Halter des Wagens? Ein Verkäufer bei WePlay, dem Klamottenladen hier hinterm Haus. Ein Verkäufer bei WePlay? Die erste Information, die ich bekam, war, dass der Wagen immer noch hier auf dem Gelände parkt. Ja. Und die zweite, dass es ein Verkäufer von WePlay ist. Wir können ihn morgen ja mal fragen, wie er da drauf gekommen ist. Ist er noch draußen bei dem Auto? Oder müsste noch drüben bei WePlay sein? Ja, ja, eigentlich ja. Sollen wir ihn reinholen? Wir können doch mal rübergehen und fragen. Stopp! Stopp, Leute! Hey, hier! Hier! Der ist drüben im Land. Diese Jungs, hast du gesehen? Vorhin waren sie zu zweit, jetzt ist einer hinten drin. Nee, der saß eben auch schon drin. Der saß auch schon drin? Der saß eben auch schon drin. Willst du rübergehen oder sollen wir ihn reinholen? Kann ich mit der Kamera rausgehen? Ja? Ja. Dann kann ich ja besser rübergehen, oder? Ja, dann geh mal rüber. Ich geh mal schnell rüber. Ja. Hallo? Habt ihr das Kabel lange genug? Dann müssen wir hier durch unsere gemütliche, ein bisschen langsamer, ja. Wir müssen hier durch unsere gemütliche kleine Cafeteria gehen. Und WePlay ist direkt gegenüber. Also wir sind eigentlich gute Nachbarn und häufig kaufen wir da ein. So, hier ist der Zuschauerparkplatz, da drüben ist WePlay. Sagt mir das, wenn ich zu schnell gehe. Reicht das Kabel? Reicht das Kabel? Ich geh mal so, dass ich noch in die Kamera schauen kann und bei WePlay reingucke. Hallo? Ist denn der Kollege hier, der den Passanten im Freisicher Kennzeichen fährt? Ja? Er ist drin, er kommt gleich raus. Ja. Was macht er denn? Jetzt
haben Sie denn gesagt, Sie seien gerade hier? Ich habe gedacht, er wäre da. Und was haben Sie jetzt da hinten gefragt? Ich gehe mal rein, ob er vielleicht da ist, ich vergesse das. Zur Tür raus. Jetzt ist er da wieder rein. Am besten wir gehen auch hier zur Tür rein. Ja. Hallo? Er hat abgeschlossen. Wieso das denn? Es wäre doch gratis gewesen. War doch ein Geschenk. Wo ist er? Wo ist er denn? Ich will dir doch nur mal was fragen. Wieso versteckt er dich denn so? Ich will dir doch nur mal was fragen. Wo ist er denn? Hallo? Völlig misstrauisch. Und ich wollte nur fragen, warum er die anderen neuen hat stehen lassen. Er rennt hier hin und her. Dankeschön. Ja? Hallo? Kann man noch mal raus? Nein. Ja, wo ist das Auto? Achso, hier hinten um die Ecke. Das Einzige, was ich von Ihnen wissen wollte, weil ich sage, es war kein Diebstahl. Wir haben das draußen hingestellt, damit wer sowas haben möchte, sich bedient. Das Einzige, was ich wissen wollte, ist, warum er diese neuen anderen hat stehen lassen. So, wo steht der Wagen? Ja, ich komme nicht weiter, weil die Kamera geht auch nicht weiter. Wo ist die Kamera? Hier ist draußen. Ich kann nicht mehr so drauf bleiben. Könnt ihr das noch sehen? Geht jetzt immer rein. Geht nicht. Ich sage es nochmal, die Sache ist völlig okay. Wir haben diese Quill da vorne hingestellt, damit Herrschaften, die sich da vorbei bewegen, sich bedienen können. Und wir hätten nur gedacht, dass es in unterschiedlichen Konstellationen passiert, vielleicht Mutter mit Kind oder jemand allein oder was weiß ich. Aber der eine Herr wollte sich nicht vor der Kamera äußern, sein gutes Recht. Und die anderen Herren, die das für Freunde oder so noch geholt haben, waren, während ich draußen war, in diesem betongesicherten Kassenhäuschen, noch mal da, und das können wir Ihnen noch mal kurz zeigen, und haben die restlichen abgeholt. Ja. Hier. Das war, während ich draußen war und versucht habe, den Herrn zu fragen, warum er neun andere hat stehen lassen. Schon deutlich entspannter, finde ich, und wesentlich langsamer. Oder? Ja. Völlig okay. Völlig okay, denn wir wollten sie ja verschenken und deswegen haben wir sie da hingestellt. Keine Aufregung, keine Anzeigen. Es ist ein Geschenk von uns und die Menschen haben das richtig als Geste des Herzens verstanden. Oder? Am Bewegungsablauf hat man gesehen, dass es auch eine Unsicherheit war, so ein Geschenk der Gastfreundschaft anzunehmen. Meine ersten Gäste heute Abend, meine Damen und Herren, haben heute Abend
Kinopremiere. Der Film heißt Lambok und es ist eine Komödie, in der es um eine Pizza mit etwas anderem Belag als normal geht. Herzlich willkommen, Moritz Bleibtreu und Lukas Gregorowitsch. Hast du das mitbekommen? Oder? War herrlich. Ja. Eigentlich habe ich gedacht, na gut, wenn es jetzt nicht rauskommt, dann gehen wir vielleicht noch hinten rum, schnell zu Rieble und verkaufen ein paar von denen ab, die sie da weggenommen haben. Aber ja, aber der war gar nicht mehr zu sprechen. Ja, es war, ich habe es gesehen, was alles. Es hat ein wollen wir noch mal rausgehen? Wir können ja noch mal. Ich glaube, es hat mich ein bisschen an den Film mit dir erinnert, das Experiment. Weißt du? Du guckst so durch eine Glasscheibe und siehst einen Menschen auf- und abrennen. Ich wusste gar nicht, dass ein Büro so viel Schlüssel haben kann, um sich einzuschließen. Das ist leider ja? peinlich gewesen, ja. Aber gut, okay. Also, er hatte nichts Unrechtes getan. Er hat einfach 41. Ja. Milchquirl. Was auch immer gesagt. Damit anfangen wird. Die Dinger sind ja nun auch nicht so. Was ist da drin? Milchquirl und eine Tasse. Ja, und zwei Tassen. Super. Ja gut, könnte vielleicht schon der Anfang einer Restauranteröffnung sein. Zum Beispiel. Zum Ich meine, in der Pizzeria, um die es geht in eurem Film, ja, ist ja auch nicht alles so, wie wir das gewohnt sind. Oder vielleicht ist es so, nur wir merken es nicht. Auf dieser Pizza ist Hasch. Ja, so dazu beigelegt. Also die Pizza ist eigentlich gar nicht zum Essen gedacht. Die ist eigentlich nur, ja, wie nennt man das, eine Tarnung. Ach so. Das Eigentliche, was dann damit geliefert wird. Also das heißt, die Kunden... Also wir nehmen so die Salamischeibe hoch und tun so ein bisschen was drunter und dann liefern wir das frei Haus und die Pizza wird dann weggeschmissen und der Inhalt verarbeitet. Das heißt, die Kunden, die das bestellen, die wissen schon, die bestellen in erster Linie... Genau, es gibt verschiedene. Es gibt die Gourmet-Pizza, die eben jeden Inhalt hat und es gibt auch andere Pizzen, da legen wir dann auch Wert auf die Qualität. Also die schmecken dann auch. Ja, wo habt ihr den Film gedreht? Hier. In Köln? Ja. Er spielt aber in Würzburg. Ja. Ist es... Ja, stimmt. Oder? Ja, das heißt, es ist aber eigentlich wurscht, ob es in Würzburg ist. Nee, wichtig ist, dass es eine Kleinstadt ist. Also was uns wichtig war, ist, dass man so ein bisschen... Ja! Ja, klar. Nee, also ich meine, es sind ja sehr viele Innenaufnahmen und so weiter. Genau. Da sieht ja keiner, wo das Zimmer steht. Nicht so richtig. Ab und zu fahren wir mal über so eine Brücke in Würzburg, aber das ist auch nicht so weiter wichtig. Ja, das wurde dann tatsächlich gemacht in Würzburg, die eine Brücke? Ja, du bist gefahren, oder? Ja. Ich bin gefahren, ja. Für dich war es dein erster Film? Ja, mein erster Film. Du bist Schauspieler am Schauspielhaus in Bochum? Ja, ich bin als Gast engagiert, ab und zu. Aber schon abgeschlossen, die Schauspielschule dort? Ja, letztes Jahr. Aber musstest du so ein Bewerbungsgespräch machen, so ein Casting für den Film? Ja. Was musst du da machen? Mit Moritz labern. Aha. Aber vor der Kamera? Ja, so Videokamera, so halt. Ne? Und hast du ein gutes Gefühl, dass es gleich klappt? Das hat Spaß gemacht. Völlig merkwürdig, dass er dich... Ja? Ja, also. Okay, wir haben gesucht, dann eben gecastet und auch eigentlich auch nicht wirklich jemanden gefunden und dann halt gesagt, na gut. Und ja, letzte... Jetzt schauen wir uns mal einen Ausschnitt an, ja, denn dein Vater wird gespielt von Elmar Wepper, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja? Sehr netter Kollege. Wunderbarer Kollege. Prima Schauspieler und toller Synchronsprecher auch. Ja? Wer spricht denn der nochmal? Das weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass er unglaublich im Geschäft ist. Also es sind wirklich große amerikanische Stars, die von ihm gesprochen werden. Mehrere oder nur ein fester, weißt du nicht? Nee, zwei oder drei. Ich weiß jetzt leider wirklich nicht im Einzelnen, wer es ist, aber er ist sehr, sehr gut im Geschäft als Synchronsprecher. Elmar Wepper. Und wo ist es bei dir zu Hause, in der Wohnung, wo er kommt und mit den Sachen rumspielt, die da auf dem Tisch liegen? Genau. Ja. Elmar Wepper kommt in eine Wohnung in Würzburg, die in Köln steht, aber Hauptsache Kleinstadt. Habt ihr wirklich mal getestet, wie es ist, in unserem ganzen Grünhofen? Nee, würde ich auch, glaube ich, nicht empfehlen. Ich glaube, das ist gefährlich. Das glaube ich eher... Könnte zu heftigen Nebenwirkungen führen. Ja, ich glaube ja. Du schon mal Erfahrungen gemacht? Nein. Auch nicht wirklich. Das wollen wir auch sagen. Wir haben auch diesen moralischen Anspruch auch mit der Show. Nicht nur, dass natürlich bei uns nicht gestohlen wird oder so, sondern wir wollen natürlich auch niemanden zum Drogenmissbrauch oder Gebrauch auffordern. Das will keiner. Ja. Du fliegst jetzt noch nach Kanada in dieser Woche? Genau. Filmfestival? Ja, Montreal. Das Experiment läuft da. Freue ich mich sehr. Drei Tage. Zap, zap, hin und zurück. Ich bin sehr schwer gespannt, wie die dann den Film aufnehmen.
Ja, das wäre ja auch vielleicht eine Möglichkeit für dich da nochmal in Amerika. Ja, oder? Nee, das weiß nicht. Das hat viel mit Glück zu tun, da muss man mal gucken. Ich lege es nicht drauf an, man muss mal sehen, was da passiert. Ganz kurz noch, du hast eine Szene und du bist selber so bescheiden und sagst, es waren nur 4 Minuten, aber immerhin mit Cameron Diaz für einen Film. Ja, aber lustig, weil das jetzt irgendwie auf einmal, ich glaube, das stand jetzt im Stern und deswegen wurde auf einmal drüber geredet. Das ist aber eigentlich totaler Quatsch, weil den Film habe ich vor 2 Jahren gemacht. Der ist im Juli gestartet hier schon, im März in Amerika gestartet. Und jetzt auf einmal wird er so drüber geredet. Und wie das halt so ist, wenn man denn nicht sagt, dass man mit Cameron Diaz gedreht hat, dann kriegt es keiner mit in Deutschland. Und wenn man es sagt, dann muss man durch 8 Talkshows gehen. Und dazwischen gibt es nicht so wirklich einen Mittelweg. Deswegen. Das ist unsere Gesellschaft. So ist das dann. Ja, aber so schön. Nette Frau. Klar. Ja, super Frau. Wirklich. Top. Ganz nett, gelassen, entspannt, hübsch. Und sieht so toll aus wie im Film, ja? Hammer, er war ganz neidisch. Ist sie wirklich 1,90? Nee, sie ist nicht 1,90, sie ist größer als ich, was ich tierisch scheiße fand. Aber so ist das dann. Ja, ich musste dann immer so, also ich bin noch gerade um das Podest weggekommen. Wir hatten Glück, weil der Boden war so uneben, wo wir standen. Da habe ich mich dann immer auf die andere Seite gemogelt und dann ging's. Sonst hättest du auch so ein Schemelchen steigen müssen. Ja, das ist oberpeinlich. So, wer das immer? Humphrey Bogart, ja. Der hatte sogar so Klötze unten. 1,56. Hatte ich früher immer aus Komplexgründen das Poster von ihm bei mir in der Tür hängen. Weil der war wirklich nur so klein. Da gibt es so Originalposter von Humphrey Bogart. Aber die meisten Schauspieler sind eigentlich eher klein. Jack Nicholson und so auch. Jack Nicholson ist klein. Ist ziemlich klein. 1,40 so? Nee. Drehst du jetzt auch einen Film gleich als nächstes oder gehst du wieder zurück ans Theater? Ich mache erstmal was am Theater in Bochum. Ja, was machst du da? Die Marquise von O, von Bruckner. Was? Oh, ist das nicht von Kleist oder wie? Ist das nicht sowas mit Sex? Ist das nicht, wo so eine Frau im Schlaf vergewaltigt wird? Ja, genau. Ja. Aber ich weiß nicht. Du warst es nicht? Nee. Wen spielst du? Den Hauptmann. Aha. Ah, ist eine schlechte Rolle. Da kriegt das nur mit? Ist es eine schlechte Rolle? Nein. Wahrscheinlich, die andere wahrscheinlich die bessere, oder? Ist das so? Ja. In Bochum. Sehr erfolgreiches Theater, oder? Jeden Abend ausverkauft. Zurzeit sehr erfolgreich, ja. Ja. Wieso gab es mal andere Zeiten? Bitte? Gab es mal andere Zeiten? Ja. Ja, es schwankt schon ein bisschen. Aber Bochum ist eines der großen, renommierten Theater in Deutschland. Ja. Ja? Grüße bitte, alter Schauspielerspruch in der Kantine. Grüße an die Kollegen in Bochum. Werde ich ausrichten. Die kennen mich nicht, aber Grüße. Von mir auch. Ganz liebe Toys. Schön, dass ihr hier wart. Ja, Moritz. Guten Flug nach Kanada. Kommt gut zurück. Und ich wünsche eurem Film viel Erfolg. Danke schön. Dass es gut angenommen wird. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Film. Lukas, alles Gute. Dankeschön. Lukas Gregorowitsch, Moritz bleibt treu, meine Damen und Herren. Mein nächster Gast ist Extremschwimmerin. 88 Kilometer Rekordstrecke in Südamerika. Goldmedaille und Silbermedaille, gerade über 10 und 5000 Meter gewonnen in Japan bei der WM. Herzlich willkommen, Peggy Büchse. Ich finde das bewundernswert. Du siehst aus wie ein Model. Wie schafft man es, eine so harte Sportart zu betreiben und trotzdem so grazil zu wirken, so weiblich? Dankeschön erstmal. Ja. Ja, wie schafft man das? Wir sind eine Ausdauersportart und da verliert man schon Gewicht. Und trotzdem habe ich ja auch Power, also das sieht man vielleicht jetzt nicht ganz so, aber wenn ich etwas weniger anhabe, dann wird man das schon erkennen. Ja, gut, aber es wird trotzdem eine Topfigur und viele wirken dann ja so ein bisschen so fast maskulin, ja, von den Schwimmerinnen, also so ja, schrankhaft. Ja gut, das ist ja typbedingt, also ich bin da ja auch nicht scharf drauf, so zu wirken und ich bin eigentlich so, wie ich bin und bin eine Frau. Ja, Gott sei Dank. herzlichen Glückwunsch noch zur Gold- und Silbermedaille. Dankeschön. Und ist das wirklich wahr, 88 Kilometer ist diese Distanz in Südamerika? Ja, es gibt einen Weltcup in Südamerika, da werden 88 Kilometer geschwommen. Am Stück? Am Stück, genau. Wie lange ist man da im Wasser? 9 bis 10 Stunden. Aber 88 Kilometer? Ja, genau. Ja, gut, wir schwimmen Strömung abwärts, das musste man noch erwähnen. Die Strömung in den Flüssen beträgt so 6 km/h. Wir schwimmen dann noch 4 bis 5 km/h. Ja. Und das gibt dann 9 Stunden, sonst wird man ja einen Tag lang unterwegs sein. Nee, ewig. Ich habe jetzt gerade gelesen, die Leute, die durch den Ärmelkanal schwimmen, die sind im Grunde so 17 Stunden unterwegs. Ja. Die müssen 2-mal in die Flut reinkommen. Einmal, um von England wegzukommen und dann, um in Frankreich an den Strand zu kommen. Ja, da wissen Sie mehr als ich. Das war ein Artikel in der FAZ, wo das beschrieben wird. Das ist irgendwie, Leute sind fixiert oder auf dieses Ziel, durch den Kanal zu schwimmen. Mhm. Es gibt einen Menschen, der hat den Dreifachrekord. Der ist England, Frankreich, wieder zurück und nochmal wieder zurück nach Frankreich. Also, also ich muss dazu sagen, mich reizt sowas überhaupt nicht, weil die Strecke so, ich glaube, es sind ca. 36 Kilometer, die so zu schwimmen, mit dem dementsprechenden Training ist für uns auch kein Problem. Aber die Kälte ist da halt, hat den Vorrang.
So, ja, wenn es gut läuft, glaube ich, ist 15 Grad, sonst 13 Grad. Und da muss man schon ziemlich massig sein. Und ich kenne auch einige, die haben sich dafür wirklich 10, 15 Kilo angegessen. Ja. Und ja, da habe ich auch überhaupt gar keine Ambition, das zu machen. Und das ist ja nur auf Ankommen. Und ich schwimme halt lieber gern mit Konkurrenz. Und heute Ärmelkanal überqueren, wie Sie schon sagten, eine Tour ist gar nicht mehr so spektakulär. Man muss schon dreimal hin und her schwimmen. Und das ist mit der Kälte, das ist einfach zu hart. Also wer uninteressant, genau. Ich konzentriere mich lieber auf die 5000 und 10.000 Meter. Ja. Da, das ist halt abzusehen und da ist Konkurrenz da und da geht das schon richtig zur Sache, ja. Wo war das in Japan? In Fukuoka. Und war das in einem Hafen oder an einem Strand? Im Meer. Ja. Und ja. Ist es dann 5000 Meter raus und Wende und 5000 wieder zurück oder wie ist die Strecke? Ja, also bei den 5000 Metern ist es 2,5 hin, 2,5 zurück. Ja. Und bei den 10.000 Metern waren es ja so ein Rundenkurs. Und wie viel? Das sind nur Frauen, die dann da schwimmen? Ja, es sind getrennt. Männer und Frauen schon getrennt. Ja. Wie immer so. Und ja, dann waren wir halt nur Frauen. Und wie viele Frauen sind da im Wasser? Also wir waren knapp 30 Frauen. Also pro Land dürfen 2 starten. Ja. Und wir waren knapp 30 Frauen, die zusammen losgeschwommen sind und sich dann da so positioniert haben. Ist das relativ im Pulk oder zieht sich das Feld schon ziemlich früh auseinander? Es ist sehr taktisch und deswegen wartet erstmal so jeder ab und das kommt nachher zu so einem Sport. Kann man sich so vorstellen wie beim Radfahren. Mhm. Da geht es auch die letzten Hunderten von Meter zur Sache und bei uns ist es eigentlich auch die letzten 800 Meter, dann wird richtig Power gemacht. Richtig Stoff gegeben. Genau. Ja. Ist es auch so ein Getrete und Gekratze unter Wasser, wo es keiner sieht? Ich meine, im Meer gibt es doch keine Kontrolle. Ja, doch, wir haben ja Schiedsrichterboote, die sind ja dabei. Ja. Wir werden ja kontrolliert, wir schwimmen ja nicht los und dann irgendwann nach 2 Stunden kommen wir wieder. Also es ist ja alles kontrolliert. Ja, manche schwimmen gar nicht richtig raus, sondern treten so mit den Beinen in Ufernähe, oder? Ja. Nee, das geht eigentlich nicht. Also wir werden kontrolliert, wir müssen bestimmte Bojen umschwimmen. Wir haben alle unsere Nummer. Wir sind also gezeichnet und dann wird kontrolliert, die Nummer ist vorbeigeschwommen. Und dann schwimmen wir halt. Das wird alles kontrolliert und keine Möglichkeit. Ja, der Schiedsrichter achtet natürlich darauf, dass man nicht unfair ist. Aber wie beim Wasserball jetzt wiederum, kann man auch nicht alles erkennen, was so abgeht. Wasserball lebt ja davon, dass man richtig tritt unter Wasser, habe ich gehört. Da muss schon richtig hart zugehen, oder? Bei Wasserball. Ja, könnte ich mir auch für mich gar nicht vorstellen. Ja. Hm. Jetzt machst du gerade ein bisschen Urlaub? Ja, also Trainingspause. Ich mache gerade ein Praktikum für mein Studium. Ich studiere ja noch. Ja, was studierst du? Sport- und Erziehungswissenschaften auf Magister und ich mache das gerade im Rahmen des Sportstudiums in einem Reha-Zentrum. Das ist eigentlich auch nicht unkomisch. Ich war da auch mal in so einem Reha-Zentrum, echt? Oder? Ja, ich meine, es gibt die Menschen, die hatten einen Unfall oder so, also Schicksale. Hm. Dann gibt es aber einfach die Zivilisationskrüppel, ja, saufen, rauchen, nie bewegt, ja, die mit so einer riesen Plauze und so einer Uralturnhose morgen stehen und einfach, wenn sie mal die Hälfte gefressen hätten, wieder die Schuhe sehen würden, ja, oder? Sowas schleppt sie dann auch in die Reha. Oder tue ich diesen Menschen Unrecht? Ja, die meisten haben schon aufgrund vielleicht ihrer Lebensweise denn die Probleme. Also ich denke mir dann auch ab und zu meinen Teil, aber ich lasse... Als quasi Medizinerin kann man natürlich sagen. Nee, bin ich ja nicht, aber ich kann schon sagen, dass wer halt regelmäßig Sport treibt und sich fit hält und halt auch nicht so übergewichtig ist, der hat es auch leichter, wenn er mal, sage ich jetzt, wir haben immer Bandscheibenvorfälle, wenn es mal auftritt, der hat es auch leichter, das wieder zu rehabilitieren. Also das ist schon, das also kann man so schon ein sagen, richtig Fetter, der sich zugeknallt hat sein Leben lang mit allem oder was, der hat eigentlich kaum noch eine Chance, oder? Da ist doch Feier. Nein. Das ist doch nur noch für die Klasse, das war ein bisschen durchgebracht, oder? Nein, ich studiere auch Erziehungswissenschaften und ich würde jedem Menschen eine Chance geben. Ja, ja. Aber das stelle ich mir schon sehr gut. Das stelle ich mir aber schon sehr geil vor, wenn man da morgens so in die Reha kommt und dann stehst du da mit diesem Aussehen und vor allem dieser Power, diesem Können und so, ist dann schon irgendwie so, ich hätte gern bei Fräulein Büchse den Termin, wenn er fehlt, oder? Ich weiß nicht. Glaube ich schon. Ja? Wie lange geht der Urlaub noch? Ja, bis Anfang Oktober, dann fange ich wieder an mit Training und bereite mich aufs nächste Jahr vor. Neue Wettkämpfe? Neue Wettkämpfe. Ja? Neue Ziele, klar. Viel Erfolg für alles das, ist ja reichlich. Studium und Praktikum und Training und so weiter und die ganzen Wettkämpfe. Und wir freuen uns sehr, wenn du wieder bei uns vorbeischaust. Immer. Ja? Alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Peggy Büchse, meine Damen und Herren. Tschüss.